Der größte darunter ist die DITIB. Deren Ausschluss von den Gesprächen fordert jetzt die AfD. Die DITIB stehe zu nah an der türkischen Regierung. Wir wollen nicht, dass Erdogans Arm in rheinland-pfälzische Klassenzimmer reicht. Und hier ist ja auch sicherlich eine inhaltliche Beeinflussungsmöglichkeit gegeben. Da machen wir ein großes Fragezeichen. Die Landesregierung muss hier handeln und sich ihre Partner viel sorgfältiger aussuchen. Und es stellt sich allgemein die Frage, ob wir einen Religionsunterricht vor dem Hintergrund dieser Ereignisse überhaupt in dieser Form brauchen.